Timo, du willst fit werden, ne? Ich muss definitiv mehr Masse drauf packen und ja. Guckt euch den Lappen an. Man ist ja auch nicht täglich im Reichstag, würde ich sagen, ne? Noch nicht. Schon ganz schick, das Gebäude. Ich suche ja auch gerade eine neue Wohnung. Weil das ist einfach eine Chance, ne? Dass man auch einfach da vielleicht was mitbewirken kann in der Zukunft. Eines der Maßnahmen, das fordere ich unter anderem, dass wir uns Gedanken machen über eine sinnvolle Besteuerung. Wir möchten nicht, dass der Osterhase besteuert wird. Ja. Da weiß jeder, wenn ich eine Osterhase mit Schokolade esse, dass der, oder aus dem Marzipan, dass da Zucker ist. Sportsfreunde, ein neuer Vlog hier zurück im Büro und ich habe gerade ein Paket bekommen von Zalando. Ja, hier ist man ja im Büro auch dann ein bisschen Beauty unterwegs. Ich als Beauty-Girl, ich muss ein bisschen gucken, dass ich auch eine feine Haut habe, wenn ich hier arbeite. Ja, ich habe mal reingeguckt und zwar habe ich das schon vor ein paar Tagen bestellt. Zalando hat jetzt nicht nur Klamotten im Angebot, sondern auch Pflegeprodukte und da musste ein Beauty-Girl natürlich mal zuschlagen. Habe ich einmal so meine Standardausstattung an Pflegeprodukten jetzt auch fürs Büro bestellt und ich dachte, ich zeige euch das mal. Das kommt in so einem schönen Beauty-Bag von Zalando und erstmal geht es natürlich auf die Haare. Basics sind für mich, ich benutze ja jetzt nicht 1000 Sachen für den Körper. Ich bin ja jetzt auch nicht so eine Schminkfee, aber ich brauche einmal A was für die Haare von TG, das ist so eine Haarcreme. Ich benutze eigentlich kein Gel oder so ein Zeug, sondern eher so eine Creme, dass es auch so flexibel bleibt. Also ich mag das nicht, dass die Haare irgendwie so verkleben. Und da habe ich hier dieses Bad Hair von TG am Start. Dann muss ich ehrlich sagen, man wird ja irgendwann älter. Ich bin 31 und irgendwann kommen so die Falten. Und dann, spätestens dann, wenn man Falten und graue Haare bekommt, dann macht man sich Gedanken über die Haut, auch vor allem im Gesicht. Man will ja nicht ganz schnell altern. Und deswegen habe ich eine, ja, Hautcreme, eine Gesichtscreme, das ist jetzt so eine Pericurm MD, aber die Carrie meinte, mit der ich jetzt zusammenarbeite, in Hollywood schmieren sich das alle in die Fresse. Und da dachte ich, okay, wenn die das machen, dann brauche ich das auch, vielleicht hilft das ein bisschen. Das sind so die Sachen, wofür man bei Pflegeprodukten Geld ausgeben kann. Einmal so eine Gesichtscreme, ja, weil Gesicht guckt einen jeder an, so denke ich. Und vor allem auch vielleicht einen guten Duft, ne? Und bei so Haarzeug muss man einfach gucken, das ist ja nicht ganz so teuer. Dann habe ich einen neuen Duft mir auch noch bestellt, ein Parfüm. The Woods New Level. Ich muss das mal aufmachen, dass ich auch einen schönen Duft hier im Office habe. Ja. Ich bin Typ, wenn ich jetzt nach dem Sport mich dusche, habe ich immer recht trockene Haut nach dem Duschen. Deswegen habe ich hier so eine Bodybutter. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz geil, wenn ich selber gut rieche von der Creme. Das ist Oliven-, Zimt- und Ingwer-Creme. Bodybutter quasi. Ne? Eine Sache, die ich noch ausprobieren wollte, und zwar ein Bartöl. Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin ja ein bärtiger Mensch. Der ist mal so hart. Und ein Bartöl soll quasi den Bart so ein bisschen geschmeidiger machen. Ja, und wenn man vielleicht mal eine Frau küsst, dann beschwert die sich auch nicht gleich. Das ist gerade so ein Trend, Bartöl, oder? Ich weiß nicht, könnt ihr mal kommentieren. Ich finde das gerade ein übelster Trend, Bartöl. Ich habe es noch nie probiert, obwohl ich ein bärtiger Mensch bin. Ich bin da echt so ein Typ, ich habe da jahrelang einfach nur Nivea benutzt. Und jetzt, wenn man so merkt, man wird älter, dann muss man gucken, dass man da irgendwie was Besseres reinschmiert, dass das vielleicht hilft. Und das hoffe ich von dieser Creme. Und es ist halt mega entspannt, weil es übel schnell geliefert wird. Und ihr müsst nicht irgendwie bei Douglas rumrennen, wo es dann überall riecht, wie bekloppt. Da könnt ihr entspannt zu Hause machen. So, auf geht's mit dem Roller cruisen. Und zwar, jetzt geht es zum Bundestag, liebe Sportsfreunde. Und da habe ich eine Einladung bekommen vom Gesundheitsausschuss. Es geht um das Thema Zuckerkonsum und ja, Softdrinks und Zucker. Und ein Abgeordneter möchte mit mir sprechen. Diese amerikanische Botschaft würde ich sehr gerne mal mit einer Drohne drüber fliegen, in meiner Mavic, und einfach mal gucken, was passiert, wenn ich da mit einer Drohne drüber fliegen würde. Wenn ich jetzt wahrscheinlich über die russische Botschaft fliegen würde, dann würden sie die Drohne vergiften. Dann würden sie einen Giftpfeil hochschmeißen. Ja, kann man machen, Brandenburger Tor, ne? Aber meistens läuft man durch und dann ist Feierabend, dann kannst du nicht viel. Man ist ja auch nicht täglich im Reichstag, würde ich sagen, ne? Noch nicht. Parken wir mal direkt am Reichstag, das ist der Vorteil an so einem Roller. Okay, ist die Frage, ob ich darf hier überhaupt parken? Könnte auch eine Bombe in meinem Roller versteckt sein. Das Einzige, was ich dabei haben könnte, ist eine Proteinbombe vielleicht. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass der nachher weg ist. Ich habe mal im Roten Rathaus in Berlin geparkt, kam zurück, war irgendwo im Alex und dann standen ganz viele Polizisten um meinem Roller und dachten, da wäre eine Bombe versteckt, weil ich im Sperrgebiet geparkt habe. Und die meinten, ich hätte Glück, dass er nicht weg ist. Ach, ich mache mal ein Foto vom Kennzeichen. Wenn er weg ist, kann ich da wenigstens anrufen und sagen, und dann hoffen wir, dass er gleich noch da ist. Ja.
So, wir mischen mal den Laden jetzt hier auf. Reicht langsam. Mit so vielen fetten Menschen auf der Erde müssen wir jetzt was tun und den Zuckerkonsum eindämmen. Schon ganz schick das Gebäude. Ich suche ja auch gerade eine neue Wohnung. Von der Größe nach einer Massephase perfekt. Die Säulen gefallen mir auch ganz gut. Wenn ich dann morgens so in Unterhose stehe, mir schön meinen Proteinshake mixe, so, weißt du, und sag so, ah, frische Luft. Okay, jetzt in Berlin gelogen. Und gucken, was sag ich mal so, das Fußvolk macht, ne? Was die Bauern machen. Ja, ich glaube, ich wäre ganz gut in der Politik. Da müsste man mal knallhart durchziehen, ne? Massephase für alle. Steuern auf Zucker. Protein würden wir Subventionen drauf geben. Dann würden die wahrscheinlich noch ein Booster-Geschenk kriegen, wenn sie ein Proteinpulver kaufen. Also da wäre genau mein Ding. Ich muss sagen, persönlich, ich finde es eigentlich ganz geil, um jetzt mal wieder ein bisschen ernst zu werden, dass ein Abgeordneter vom Bundestag auf mich zukommt, beziehungsweise auf Influencer oder Blogger zukommt, um halt diese Kommunikation, um den Austausch zu suchen, ja. Dass die uns halt auch ernst nehmen und mit uns diskutieren wollen. Und ich glaube, das spreche ich jetzt für alle, nicht nur für mich, dass die mich eingeladen haben hier, sondern es ist einfach geil, dass sie aufmerksam werden, ne Timo, oder? Ich finde es auch gut. Also ich finde es also cool. Also da muss man echt mal ein Lob aussprechen, weil man denkt ja immer so, die Politiker, das sind so Altbacken, die interessieren sich überhaupt gar nicht, was so auch mit Social Media abgeht oder wie man Leute vielleicht auch heute in der modernen Zeit erreichen kann, ja. Weil das ist einfach eine Chance, ne, dass man auch einfach da vielleicht was mitbewirken kann in der Zukunft. Ich bin Mitglied des Gesundheitsausschusses, unter anderem. Dort Berichterstatter für Diabetes und Adipositas. Ja. Ich bin selbst insulinpflichtiger Typ 2 Diabetiker. Mhm. Auch übergewichtig. Kannst du sagen, nicht mehr adipös, sondern nur noch übergewichtig, sagt mein Arzt. Aber ich habe in meinem Leben, in meiner Ernährung, viele Dinge falsch gemacht. Und bin von daher natürlich aufgrund der eigenen Erkrankungen motiviert, mich für die Verbesserung des Diabetesgeschehens im weiteren Sinne einzusetzen. Das war der Aufschlag. Jeder, der adipös ist, läuft in das Risiko, auch Diabetes zu bekommen, Diabetes mellitus. Und wir bemühen uns jetzt auch der Motivation für eine gesunde Bevölkerung, dort Gegenpositionen aufzubauen. Und dort bin ich halt unterwegs und sage, welche Dinge können da relevant sein. Ja. Und eines der Punkte ist relevant, dass wir sagen, wir sind deshalb sehr dick, weil wir unter anderem ein Zuckerangebot haben. Ja. Immer und überall. Wenn Sie jetzt Cola trinken, das ist Gott sei Dank Cola Light. Ja. Ab und zu muss man auch mal was mit Geschmack trinken und nicht nur. Ja, ich mache es ja genauso. Wenn man Cola trinkt, hat man natürlich durch diese Softdrinks oder Rohsäfte, Apfelsaft und ähnliche Dinge einen zusätzlichen Zuckerkonsum, der ja auf die Nahrungsaufnahmen, wie normal stattfindet, immer oben aufgesetzt wird. Auf welchen Ansatz liegt da der Fokus? Erstmal in der Prävention der Bildung und der Erziehung oder dass man auch vielleicht schon Gesetze angeht, wie zum Beispiel eine Steuer auf Zucker? Was wäre so der erste Ansatz, der am meisten Sinn macht? Eines der Maßnahmen, das fordere ich unter anderem, dass wir uns Gedanken machen über eine sinnvolle Besteuerung. Jetzt möchte ich nicht, dass der Osterhase besteuert wird. Ja. Da weiß jeder, wenn ich einen Osterhase mit Schokolade esse, dass da, oder aus Marzipan, dass da Zucker drin ist. Oder der Maßregel oder was auch immer. Ist das bei Fertigprodukten? Dass da in vielen Fällen sinnvolle Rohstoffe durch Zucker ersetzt werden, weil der Rohstoffzucker ziemlich billig ist. Und dann natürlich der Zuckerkonsum quasi verdeckt ansteigt. Ja. Es gibt ja zig Bezeichnungen für Zucker, sodass der Verbraucher, auch wenn er sich das anschaut, viele schauen es nicht an, weil was an den Inhaltsstoffen drin ist, gar keine Chance hat auch zu erkennen, wie viel Zucker drin ist. Muss natürlich auch ein Ansatz sein, dass wir baurechtlich angehen. Ja. Wenn Sie ins Paul-Löbe-Haus gehen, wenn Sie da durch die Halle wandeln, sehen Sie Fahrstühle. Es gibt genauso viele Treppen, die sind aber so versteckt, dass sie keiner findet. Ja. Wenn man es umgekehrt machen würde, dass die Treppen einem ins Auge springen, dann würde der eine oder andere, der nur zwei Treppen gehen muss, ist ja viel schneller als ein Fahrstuhl, vielleicht dann doch die Treppe nutzen. Ja. Und nur der nicht kann, weil er behindert ist oder gehbehindert ist, der nimmt dann den Fahrstuhl. Bis hin dazu, dass man nicht unbedingt einen Burgerladen neben der Grundschule bauen muss, weil wenn die Kinder dann Taschengeld haben, gehen sie in der Pause und holen sich einen Burger, anstatt vernünftig einen Apfel zu essen oder diese Dinge zu tun. Oder nehmen wir mal im Kino. Eine Geschichte, die ja die jüngere Generation vielleicht noch aufnimmt. Warum muss es im Kino XXXL Becher Cola geben? Ja. Wer muss auf einen Schlag 1,5 Liter Cola trinken? Darf ich fragen, welche Maßnahmen schon umgesetzt werden von den ganzen? Oder sind das erstmal nur vor allem Ideen? Also ich weiß ja, Bildung ist ja noch Landessache hauptsächlich. Das heißt, es ist ja komplett frei, welche Schulen, wahrscheinlich von welchen regionalen Stellen da jetzt schon was machen. Das ist ja total beliebig. Es gibt Schulen, ich war in einigen Schulen in meinem Wahlkreis ist im Westen Mecklenburgs, wo
durch eine Verabredung zwischen Lehrern, Eltern und Schülern es nur Wasser gibt. Ja. Wenn Sie dort Politikunterricht machen, bei 16-, 17-Jährigen, ja, zum Abitur, gibt es keine dicken Kinder. Jeweils keiner die Bösen. Die Frage ist, ob realistisch das tatsächlich ist, dass es irgendwann mal bundes- und bundesweit denken, irgendwo umsetzbar ist, vielleicht auch durch ein Gesetz, weil so wie es jetzt ist, ist es ja. Ja, die Frage, man kann natürlich fragen, wie realistisch die Umsetzung der nächsten Zeit ist. Da muss ich ehrlicherweise sagen, ist eher schwierig. Ist ja auch ein Teufelskreis, weil gerade durch die Modernisierung, sag ich mal, es gibt Leute, die gehen nicht mehr zum Supermarkt, die lassen sich per Amazon und Co. die Sachen nach Hause schicken. Also durch die Modernisierung kommt ja noch ein Druck mehr, der das wahrscheinlich in der Zukunft noch schwieriger gestaltet. Da fährt aber da nicht, jetzt kann ich sagen, ich stecke den Kopf in. Nein, klar. Aber der Ansatz ist doch richtig. Der Ansatz ist, um vernünftige Politik zu machen, ja, immer noch freiwillig. Wir können das ja nicht vorschreiben, dass die Leute sich mehr bewegen sollen. Wir wollen Anreize setzen, Bewusstsein erzeugen. Da interessiert mich nicht, wie realistisch. Ja, gut, die Forderung ist richtig. Ja. Und wir fordern sie. Und je mehr auch über solche Abläufe, die wir sie jetzt hier tun, je mehr Bewusstsein wir damit erzeugen können, je mehr Öffentlichkeit wir herstellen können. Und wenn aus Ihrem Bereich dann nur 10 oder 20 überzeugt werden, sich anders zu verhalten, dann haben wir da eine gute Tat auf den Weg gebracht und das muss auf verschiedenen Ebenen durch Presse, Funk und Fernsehen entsprechend weiterverbreitet werden. Das Problem ist ein großes. Wir haben im Augenblick ungefähr 10 Millionen Diabetikerinnen und Diabetiker, wenn man eine Dunkelziffer, die man nicht so ganz quantifizieren kann, einrechnet. Ja. Wir befürchten, dass das in den nächsten 15 Jahren auf 20% ansteigt, auf 20 Millionen ansteigt. Das heißt, bei 20 Millionen ist 25% der Bevölkerung vom Säugling, die nicht so häufig Diabetes haben, bis zum Kreis an Diabetes erkrankt. Da haben wir große Probleme. Ja, war auf jeden Fall ein nettes Gespräch. In meinen Augen aber auch nicht krass aufschlussreich. Ne? Also der Herr Monte hat viele Ideen, was man machen kann. Ja? Und es ist auch gut zu wissen, dass da jemand ist, der sich Gedanken macht und auch, sag ich mal, Influencer mit einbeziehen möchte und mir die Möglichkeit gegeben hat, mit ihm zu diskutieren. Mit einem Abgeordneten vom Gesundheitsausschuss. Aber irgendwo war das auch so ein bisschen das Gefühl, dass die große Politik sagt, wir drücken das zurück, wir haben keine Zeit dafür, wir haben wichtigere Themen und er ist so ein kleiner Alleinkämpfer, der tolle Ideen hat, aber in meinen Augen waren das jetzt keine Ansätze, wo ich in den nächsten Jahren tatsächlich eine Veränderung sehe. Also eher sehe ich tatsächlich, auch wenn das jetzt hart klingt, schon noch das Problem, dass es in die falsche Richtung geht, allein durch die Modernisierung, durch Amerika, durch Einflüsse, die uns im Endeffekt noch fauler und dicker machen. Und da hilft es nicht, ein paar Ideen zu haben und zu sagen, ja, wir müssen grundlegend da ein bisschen was ändern, so flächendeckend. Ja. Vielleicht ist es richtig wie in UK, in England und so gibt es ja das Gesetz, dass Zuckerkonsum in Getränken versteuert wird. Das ist ein Signal und wenn nicht so ein explizites Signal kommt, dass man hier direkt irgendwie auch was teurer macht oder was verbietet, dann wird sich da auch nicht was verändern. Trotzdem ist es ja immer noch eine freie Gesellschaft. Man kann ja jetzt nicht einfach irgendwelche Dinge verbieten oder Sachen teurer machen, nur weil gewisse Leute halt keine Ahnung davon haben. Ja? Man nimmt ja auch eine gesellschaftliche Freiheit irgendwo. Dementsprechend in meinen Augen gibt es da nur irgendwann vielleicht ein bundesweites Bildungsgesetz, wo man halt an Schulen, an Kindergärten schon ansetzen kann. Und ohne Bildung und ohne Background-Wissen wird auch irgendeine Zuckersteuer oder sonst was, glaube ich, dauerhaft nicht besonders viel tun. Vielleicht ein Signal, aber für mich war das jetzt eher so ein bisschen unbefriedigend in dem Sinne, dass viele Ideen da sind, die sowieso schon immer da waren und selbst auch ein Politiker vielleicht auch nicht die krassen Ansätze jetzt unbedingt hat da oder zumindest nicht die Macht hat, was zu ändern. Ne? Und so ist das. Wir haben es versucht und ich glaube einfach Öffentlichkeit, wie jetzt hier, ist ja schon mal mindestens ein kleiner Schritt zur Besserung und man sollte es zumindest probieren, oder? So, da sind wir wieder. Wir sind hier im Büro, beziehungsweise im Büro-Gym. Timo ist vorbereitet in Sportsachen. Und zwar geht es jetzt ein bisschen darum, ich hatte es ja schon angeteasert, Timo, du willst fit werden, ne? Ich muss definitiv mehr Masse draufpacken und Guckt euch den Lappen an. Der sieht sportlich aus, aber ist jetzt halt nicht massig. Ne? Du hast auch abgenommen. Wie viel hast du abgenommen? Ja, fast 15 Kilo. Also seit den letzten, von 3 Monaten 15 Kilo jetzt. Woher liegt das? Schlecht gegessen, zu viel Arbeit, schlecht geschlafen, also fast gar nicht geschlafen und das war das Problem. Aber andere essen schlechte Menschen zu. Wir schauen mal. Und es ist wirklich das, was ich befürchtet hatte. 83,9. Ja, ich denke 90 muss auf jeden Fall erstmal so das kurzfristige Ziel sein, dass wir das ein paar Wochen erschaffen
Und schauen wir mal, auf jeden Fall essen, essen, essen. Ich muss auf jeden Fall Masse draufpacken. Bei mir ist ganz, ganz wichtig, ich brauche Arme. Ja, Arme, Brust, Schulterbereich muss mehr werden. Ein bisschen Latt muss auf jeden Fall dazu kommen, so stäbchenmäßig aussehen. Es muss ein bisschen mehr Masse drauf. Bis breit werden. Jawohl. Deswegen hier heute mal im Vlog die Frage an euch, habt ihr Bock auf so eine Transformationsserie mit Timo? Das heißt, hier haben wir schon mal Maßband, wir vermessen ihn jetzt, gucken so die Körperumfänge und dann machen wir so alle ein, zwei Wochen ein Update mit Timo und gucken mal, wie er vorankommt. Das ist vielleicht für euch interessant, auch für Leute, die anfangen wollen, um zu sehen, was so geht. Wir begleiten ein bisschen das Training, das können wir hier perfekt machen im Home Gym. Wir gucken auch auf die Ernährung, auf Supplements, was man so machen kann, um quasi wieder einzusteigen oder Vollgas zu geben, ne? Ja, dann gucken wir mal, was der Görki so als Fitnesstrainer drauf hat. Wir machen Timo breit, würde ich mal sagen. Was haben wir da zum Essen? Ich habe für Timo extra was besorgt, dass er auch einigermaßen clean aufbaut. Timo, bei dir muss man sagen, du darfst dir auf jeden Fall mal ein Eis gönnen. Ne? Wir haben hier unseren Kühlschrank. Wenn ihr aufbauen wollt, ist es okay. Gerade nochmal mit dem Thema Zuckerkonsum. Wenn man das Bewusstsein hat, dann weiß man natürlich, dass ein Eis Zucker hat. Und wenn man zulegen möchte, ne, und das Bewusstsein hat, dann darf man natürlich mal hier so ein leckeres Eis essen, um nochmal drauf zurückzukommen. Es geht ganz klar darum, wenn man nicht das Bewusstsein hat, nur ein Getränke trinkt, zum Beispiel mit viel Zucker und das tagtäglich. Timo hat aber den Vorteil, und zwar haben wir für Timo Fit-Tails besorgt und damit kann er sich clean ernähren, denn er hat bei Fit-Tails hinten die perfekten Kalorienangaben drauf, ja, die perfekten Nährwerte drauf. Sprich, Timo, du musst auch nicht tracken. Ja? Ja, du musst nicht tracken, du kannst hier Fit-Tails reinballern. Ein bis zwei Mahlzeiten, dann musst du vielleicht nur einmal selber kochen und wir gucken, was wir kriegen. Ich mich sehr, sehr unwohl fühle. Und ich sagte schon, du hast das Bewusstsein für Zucker, du darfst auch mal ein Eis essen, ja, weil geil. Du aufbauen möchtest. Und du hast ja auch nicht das Problem mit Diabetes oder Adipositas. Ja, da kriegen wir dich hoffentlich auch nicht hin, aber du brauchst ja Muskeln. Ne? Muskeln verbrennen ja wieder, da wollen wir hin. Schnapp dir mal die 15, ne? Ich will mal sehen, wie es mit der Kraft aussieht. Versuch mal vernünftige Bizeps-Curls mit den schönen Hanteln zu machen. Sieht ja ganz ordentlich aus. Schaut mal, Ellenbogen sind angewinkelt. Ich hab Bock, ich muss auf jeden Fall draufpacken, dann wäre es geil. Wenn ihr auch Bock habt, können wir es gleich zusammen machen. Sag Bescheid, weil dann könnt ihr so ein bisschen mitmachen. Dann gehen wir von vornherein auf Supplements für Anfänger an. Was kann er benutzen? Wie kann er sich perfekt ernähren? Welche Übungen machen wir? Auch vielleicht Sachen, die ihr persönlich zu Hause umsetzen könnt. Ich kann nicht ins Fitnessstudio, habe keine Zeit. Was kann ich dreimal zu Hause machen? Versuchen wir das hier zu zeigen, weil Timo hat auch keine Zeit, damit zu arbeiten. Ja. Er wird richtig versklavt von mir, tut mir leid. Und dementsprechend hat er immer nur eine halbe Stunde oder Stunde hier zum Trainieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen, für diesen Vlog. Ja, ich denke, es war auch ein wichtiges Thema mit dem Zuckerkonsum. Da könnt ihr auch nochmal euer Feedback lassen. Ich denke, Timo darf ein bisschen Zucker essen. Ein bisschen geht, aber auch nicht zu viel. Wir wollen ja clean aufbauen. Ne? Mal clean, aber ein bisschen Breitheit braucht er auch. Ja, auch glaubt, da gibt es noch viel zu diskutieren. Ich hoffe, dass in der Zukunft sich irgendwie was verändert, aber sieht hart aus und ja, können wir ein bisschen diskutieren. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, euer Görki und Timo. Ciao. Bis bald. Ciao.